Ja, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Kapitel 15. In der letzten Folge sind wir hier in Ghelandaio eingemarschiert und sind dann am Ende Sevaria begegnet. Und jetzt kommt direkt die nächste Schlacht. Sevarias Last Stand. Zwar nicht als Valkyrie, sondern als Frau, so wie sie betont hat. Ja, ist das so viel einfacher macht? Irgendwie schon. Weil als Valkyrie kann sie uns irgendwie one-shotten und das ist nicht schön. Ich glaube, die Level war auch irgendwie mies. Ich glaube, von der Startposition aus werden wir schon angeschossen und bekloppt. Alles klar. Ghelandaio. Der Weg ist offen. Wir können jetzt in die Zitadelle reingehen und den Gegner fertig machen. Ja, also Variablesse kommandiert die Truppen. Sie war außerdem bei Nagia und wir sollen aufpassen, wenn wir gegen sie kämpfen. Unser Ziel ist jetzt ihre Niederlage. Also, wenn wir sie besiegt haben, sollen die Valkyrie kaputt hauen. Sie sollte an einer Terrasse, an der Spitze der Zitadelle sein. Bei das Ziel, wie Sound und Trees halt zu beginnen. Wir sind von drei Seiten, ja super. Wir sollen Lifte unterlassen. Sie hat keine Lanze dabei und ihren Schild, aber sie ist trotzdem noch eine Gefahr. Wir gehen immer noch mit einer Valkyrie. Ja, und sie wird unseren Angriffen ausweichen. Direkte. Wir sollen uns um sie herumschleichen und wir sollen sie so weit wie möglich aus dem Weg gehen. Irgendwie so was. Wir müssen sie Varia plätten. So, und Zelka ist wieder dabei. Boah, da habe ich jetzt mal vollkommen vergessen. Ich hätte vielleicht mal gucken sollen, aber vielleicht noch am Leben ist in der nächsten Schlacht irgendwo. Ey, habe ich total vergessen, ey. Was ist, wenn er jetzt wirklich gestorben wäre? Dann hätten wir jetzt keinen Zelka mehr, ey. Mein Gott. So, Alisha und, weiß nicht, Nancy. So, Rosie und Kevin. Ist, glaube ich, unwahrscheinlich, dass hier irgendwo Panzer rumlaufen, deswegen können wir lieber Leute töten. Lago. Ja, Kommandopunkt, ne? Wir müssen den zwei Truppen aufteilen, glaube ich. Eine geht nach links, eine geht nach rechts. Das heißt, Reis, geh nur mal rein. Und Scharfschütten, ich vertraue ihnen mal. Und Dallas. Vielleicht sollte ich mal irgendwann meinen Spot wieder ändern, aber noch nicht jetzt. Jetzt macht er doch irgendwie wenig Sinn, weil jetzt bin ich in der Schlacht. Boah, ist das schon wieder warm. Los, komm. I'm ready, my body is ready. Ich glaube, ich fange nur mal mit dem Panzer an dieses Mal an. Und diesmal muss ich aufpassen auf Zekka. Nicht, dass er schon wieder frickt. Ich meine, ist ja gut, dass er immer wieder nachkommt. Das heißt, ich kann ihn irgendwie auf so Kamikaze spielen, aber trotzdem so unbedingt hier als Kanonenfutter benutzen möchte ich ihn auch nicht. Ist auch voll schieße. Yo! Hele, was? Doch, da ist ein Panzer. Gut, dass ich doch welche mitgenommen habe. Doch, ging schnell. Okay. Ja, aber machen wir ihn als erstes. Hier oben ist Sevaria. Kann ich gucken, was sie macht und so. Okay, doch hier kann ich. All heal, was? Will sie mich auf den Arm nehmen? Clothing hat sie Fragezeichen. Warte mal. Ich muss mal gucken. Na egal. Was machen wir denn als erstes? Wir sind der Kommandanten. Großer Panzer, ja super. Heavy Gatling. Spielen wir erstmal Edelweiß, da kann ja nicht viel passieren. Leck mich doch an.
du denn? Also ein Panzer. So. Der ist schon mal weg. So scheiße, das ist der Varia, die uns da wie bekloppt abballert. War mit Zeka irgendwie, ja. Mein Gott. Die für eine kranke Waffe, ey. Also für Wachen können wir mit der Edelweiß nicht. Ja, oh Gott, das ist ein Enzer. Kann den Dingens, ne, kann sie nicht. Ach, die habe ich gar nicht. Ich habe den Dingens, den Scissory dabei, genau. Weiß nicht. Da ist ein Panzer, super. Boah. Nancy. Ich sag nicht direkt. Oh Gott! Ja. Schnell darüber. Leck mich an. Wir sind echt beschissen positioniert, möchte ich mal so ganz ehrlich sagen. Kann ich jetzt mal austreffen? Oh Gott! So! Oh Gott, ich hoffe, er packt nicht ab. Oh Gott sei Dank. So. Oh mein Gott. So, hier sind wir in Sicherheit. Glaube ich. Irgendwie nicht, aber egal. Warum sind keine außer der da? So, die Seite haben wir schon mal. Okay, Kevin. Geh du auch mal hoch. ja. Mein Gott, zum Glück. Hält er voll viel aus, wenn er kriecht. So, hier sind wir in Sicherheit. Hoffentlich. Also muss ich irgendwie auch zur rechten Seite kommen. Warte mal, Zeka, komm mal her. Warte mal, ich hab... Na, das war vielleicht nicht so gut. So, du kommst mal. So. War jetzt aber nicht so das, was ich geplant hatte. Lass mich mal was anderes versuchen. Nicht umdrehen, bitte. So, du bist nur kleiner, okay. Ich würde am liebsten mit dir mal kurz hier den Weg versperren. Wenn mal irgendjemanden diesen Panzer von hinten erledigen kann. Da kommt doch irgendwie da durch, oder? Lago. Die kann uns von aus volle Möhre abschießen. Oh Gott! Oh Gott. Oh Gott. Na, verdammt. Wohl. Nee. Können wir uns heilen? Ich weiß gar nicht. Klar können wir uns heilen. So. Es läuft nach Plan. Ich muss wirklich daran denken, jeden aus der Gefahrenzone zu befreien. Einige sind dahinter versteckt, denen kann nichts passieren. Die beiden kann ich da lassen. Das ist erstmal Lago, macht den Panzer kaputt. Oh Gott, was zum? Wieso kannst du von hinten schießen? Ich glaube, ich spinne. Zack. So macht man das. Und in Sicherheit. Oder auch nicht, da hinten ist einer. Ein anderer Lancer. Und da sind, oh Gott. Nicht gut. Rosie, geh mal da hoch, wo Lago ist. Was willst du denn?
Du, was willst du? Ich kann eine Lanze sehen. Also alle sind aus dem Weg von Servaria, das ist das Wichtigste. So, Elias, du könntest dich mal um den einen Panzer da kümmern. Da schießt noch mal. So, danke. Idiot. So. Heilen. Dann versuchen noch den Panzer da kaputt zu kriegen. Das wäre schön. Ich hoffe wirklich, Nancy, wenn ich jetzt überrannt von irgendjemanden da oben. Alicia, wo gehst du denn hin? Weiß ich nicht. Geh mal nach rechts auch. Wahrscheinlich gehst du jetzt sowieso wieder drauf, ne? Aha! Oh Gott! Los, verreck! Jawohl. Okay. Ich hoffe, sie bewegt sich wirklich kein Stückchen. Okay, bis jetzt läuft noch. Warum sind keine Truppen anscheinend? Scharfschützen haben wir da. Und ihr werdet von Sevaria nicht gesehen, ne? Ich könnte jetzt noch Nancy hier. Oh Gott, sie wird voll Möhre von Sevaria im Visier genommen. Okay, dann. Das so klug war. Ja. Au! Wenn die jetzt wieder aufgesammelt wird, ne? Wenn die jetzt aufgesammelt wird, ey, ich krieg die Krise. Schon wieder. Oh weh. Das lief gerade so gut, ne? Ja, wenn der voll. Mein Gott. Ja, ist klar. Okay, gut. Okay. So, also voll unfair. Die ist die einzigste irgendwie, die uns wahrscheinlich kaputt haut. Ja, ist gut, Sevaria. Wir dürfen nicht vergessen, wir müssen ja auch noch erledigen. Boah, wenn jetzt jemand da runter geht, ne? Au. Jetzt irgendjemand nennt sie auch, aber ich krieg die Krise. Das ist auch ein Scharfschütze, leck mich. Aber der macht nix. Mein Gott, wie viele Scharfschützen sind da? Toll, Sevaria ist jetzt auch ganz links. Das heißt, ich kann gar nichts Nancy einsammeln, wenn ich Pech habe. Oh, cool. Oh, was zum? Ich sehe, das ist ein Kommandant. Wir müssen mal erledigen, sofort. Oh, fuck. Der ist ja auch noch da. Ey. Nein, bleib weg. Obwohl, komm näher. Was jetzt gefundenes Fressen gleich für Dingens. Oh, leck mich. Was gleich gefundenes Fressen für Elias. Okay. Was ist? Ach nee. Wenn wir dich nicht hätten. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ob wir von oben abgeschossen werden, wie bekloppt. Okay. Die ist jetzt auf der linken Seite. Und sie hat natürlich jeden hier im Blick. Hm.
Verdammter Dreck. Alicia, geh mal weiter, scout mal voraus. Boah, ich kann mich auch hier irgendwie nicht so gut umsehen. Ich die ganze Zeit auf Silvaria achten muss. Da ist ein Kommandoposten und... Das ist ein Sniper. Genau. Oh, leck mich. Das hast du jetzt nicht gemacht. Oh Gott, was zum Dank ist das? Was? Valkyrie? Oh, warte mal. Nein! Wer schießt mich da ab? Silvaria? Boah, leck mich, warum können denn... Boah. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll, ganz ehrlich. Nancy, geh mal, oh Gott, geh mal versuchen, Dingens zu retten. Uah. Na? Wie sollen wir die retten? Natürlich erreiche ich niemanden. Ah. Scheiße. Ja, und jetzt? Mit dem Panzer versuchen kaputt zu hauen. Ja, die ist jetzt so beschissen platziert, ne? Dann ist auch noch ein Tank Destroyer. Willst du mich auf den Arm nehmen? Wir hatten Alicia die ganze Zeit abgeschossen. Ist eine... Boah. Geh mal weiter. Vielleicht kannst du auch Dinge erwischen. Oh, nee, ich glaube nicht. So, mal gucken. Verdammter Dreck! Ernsthaft, ich muss doch irgendwie da durch, hallo? Au! Jawohl, jawohl! Hey, wie geil! Kann mir mal einer sagen, wie ich da durchkommen soll, wenn Silvaria ist? Sie trifft uns von da noch, hallo? Oh Gott, wie soll ich denn das machen? Mach das Ding an, mach das Ding an! Alter, was da? Das war scheiße. Warum sind da auch ein Gatlinge? Willst du mich auf den Arm nehmen? Ja, jetzt muss man Order einsetzen. So, Healing Request. Order! Weil ich verkackt noch mal, wenn du leben willst. Das hat ja voll gebracht. Oh Gott! Heilung. Oh Gott! Wenigstens eine Basis erobert. Oh mein Gott, wir sind sicher. Boah, Hilfe. So, Alicia, hol dich mal aus. Okay, da kommen schon mal keine Einheiten nach. Den Aufzug können wir auch benutzen. Wir haben was erreicht. Ist gut.
So, jetzt versuchen wir mal mit Allies den Panzer fertig zu machen. Die ist jetzt eigentlich richtig gut positioniert. Hallöchen. Na? Oh Gott. Wenn du halt nicht triffst, ne? Danke. Jetzt können wir vielleicht die Edelweiß ein bisschen so positionieren. Ja, finde ich auch. Dass Sevaria voll geil drauf wird und den abschießt. Vielleicht funktioniert es ja. Oh, das war vielleicht blöd. Oh, Kevin. Ich muss noch Nancy holen. Wenn es im Bereich des Möglichen irgendwie ist. Sie zielt schon wieder auf und sich kriegt die Krise. Oh Gott. Hi. Bist du ein Lancer? Ja. Wir können hier versuchen, mit ihm noch durchzurushen. Ob er es überlebt, ist eine andere Sache. Wen hat ein Silvari alles im Blick? Alle. Ich kann jetzt volle Möhre versuchen, da durchzurennen, um die Basis einzunehmen. Mache ich jetzt auch. Also ich muss nur die Basis einnehmen, dann ist alles okay. Verdammter Dreck. So. Jetzt einfach nur reinrennen und dann ist alles gut. Ich weiß nicht, das klappt nicht. Das klappt nicht, scheiße. Nun. Was mache ich jetzt? Ich weiß nicht, wenn ich die Basis hier eingenommen hätte, ne, dann. Okay, Kevin. Okay, alles perfekt. Kein Problem. Heilig. So. Oh, jetzt kommen von da doch Leute, glaube ich. Ja, du bist nicht so schnell klein zu kriegen, oder? Kevin? Na, oh, den nächsten Zug machen wir noch und dann. Guck mal weiter. Ha! Ach, die haben nur auf der rechten Seite. Okay. Gut, dann haben wir ja doch noch eine Chance. Ja, was machst du jetzt? Oh Gott. Okay, sie hat keinen Visier anscheinend. Das ist gut. Ich habe mich auch immer noch, wie wir die kaputt kriegen sollen. Aber jetzt sieht's gut aus. Keine Panzer mehr. Ein paar Kommandanten sind auch weg. Die Lancer machen irgendwie nichts gegen unsere Panzer. Wunderbar. Da oben ist auch noch ein Tank Destroyer. Da kommt irgendjemand, ja super. Ah, die Scharfschützen, genau. Mit ihnen konnte ich noch gar nichts machen, ey. Einfach versuchen, Sevaria abzuschießen, aber die macht uns kalt. Ja, geh weg. Ein Scharfschütze, echt. Blöder Sack. Es war so klar, warum muss eigentlich Alicia in jedem Kapitel sterben? So, aber da war genug Action wieder für diesen Part. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Valkyria Chronicles. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.